Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema eigentlich, denn es ist immer wieder gut gefragt und es ist immer sehr beliebt. Es geht heute ums Thema Blending. Denn mit dem Blending kann man unglaublich tolle farbliche Letterings oder auch kleine Illustrationen zeichnen und malen. Und ich möchte euch heute einfach mal verschiedene Techniken zeigen, wie man das machen kann und welches vielleicht meine Lieblingstechnik ist. Ihr seht schon, ich habe hier ganz viel Material liegen. Das werde ich euch gleich erklären. Ich möchte euch jetzt bloß noch mal ein paar anschauliche Beispiele zeigen, wie ein Blending aussehen kann, in welchen Farbkombinationen. Dass es nicht nur um einzelne Worte, sondern auch um Sprüche geht. Und das Blending, wie ihr seht, sind hier die Farbverläufe zwischen den Farben, ne, dass dort keine harte Kante ist. Und die kann man in verschiedensten Farbkombinationen und auch verschiedensten Blending-Kombinationen machen. Also man kann ein Blending ja von oben dunkel nach unten heller oder von oben heller nach unten dunkel oder halt hier in verschiedenen Bereichen anlegen, dass es oben, unten oder halt auch komplett durcheinander ist, wie bei dem hier. Da gibt es gar keine festen Regeln. Wichtig ist, dass ihr die richtigen Stifte bzw. die richtigen Farben, hier sind natürlich auch mehrfarbige Sachen möglich, und auch das richtige Papier verwendet. Und das möchte ich euch heute zeigen. Und zwar kommen wir erstmal zum Papier, denn das ist nämlich das Wichtigste. Ich benutze hier das Canson Mixed Media Imagine. Das ist ein relativ starkes Papier, das hat 200 Gramm und es ist sehr glatt. Das hat die Eigenschaft, dass ich da drauf mit den Farben noch arbeiten kann. Also dass die Farbe trocknet nicht zu schnell und sie zieht nicht zu schnell ein. Im Gegensatz zu normalem Druckerpapier, ob das jetzt das normale Druckerpapier von 80 Gramm ist, was man überall im Handel bekommt, oder halt auch Druckerpapier, was etwas stärker und auch glatter ist, ist das doch recht dünn und man kann nicht so gut darauf verblenden. Deswegen ist das richtige Papier wichtig. Man kann, je nachdem, wie man oder was man verwendet zum Blenden, aber auch Aquarellpapier benutzen. Solltet ihr Aquarellpapier und Brushpens benutzen, zeige ich euch nachher noch einen Trick, dass ihr eure Brushpens nicht kaputt macht. Ansonsten, wenn ihr direkt mit den Brushpens auf dem Papier arbeitet, sollte es sehr glattes Papier sein. Zuliebe eurer Stifte. Dann kommen wir hier zum Material. Es geht jetzt gar nicht darum, welche Marke die Brushpens haben. Hauptsache, sie sind auf Wasserbasis. Da ist es noch nicht mal eine Voraussetzung, dass es Brushpens sein müssen. Es können auch ganz normale Filzstifte sein, die ihr auch zum Blenden benutzen könnt. Denn man kann in verschiedensten Techniken auch eine Blending-Palette benutzen. Das werde ich euch nachher gleich noch näher zeigen. Da kann man zum Beispiel halt auch die wasserbasierten Filzstifte auftragen. Aber wie gesagt, wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Kurz zu den Techniken. Also, ihr habt die Möglichkeit, wo fangen wir an? Ihr habt die Möglichkeit, in vielen Brushpen-Sets oder auch einzeln kann man die kaufen, gibt es Blender. Das sind Brushpens, diese haben die ganz normale Eigenschaft wie jeder Brushpen, eine flexible Spitze. Aber sie sind mit einer transparenten Flüssigkeit gefüllt, die meistens auf Alkoholbasis ist und womit ich meine Farben nochmal anlösen kann und die Farben schön vermischen kann, sage ich mal. Also wie gesagt, einen weichen Übergang schaffen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, mit den Brushpens ineinander sich zu vermischen. Also, dass man mit der helleren oder dunkleren Farbe die Farben miteinander vermischt. Das ist auch noch eine Möglichkeit, zeige ich euch. Dann gibt es die Möglichkeit, die wasserbasierten Farben mit einem Wassertankpinsel anzulösen und miteinander zu mischen. Und dann gibt es natürlich auch, wenn es mit einem Wassertankpinsel funktioniert, auch die Möglichkeit, die Letterings bzw. die Farbe mit Pinsel und Wasser anzulösen. Also das sind so mal grob die vier Techniken, die man so benutzen, anwenden kann. Was braucht ihr noch alles für Material? Wir haben Papier, wir haben Stifte. Ein kleiner Hinweis nebenbei: Ihr braucht nicht unbedingt Brushpens oder wasserbasierte Stifte. Ihr könnt auch, wenn ihr solche Stifte nicht zu Hause habt, Aquarellfarben benutzen, beziehungsweise wasserlösliche oder wasseranlösende Farben. Da gucken wir nachher mal ganz kurz rein. Dafür brauchen wir auf jeden Fall
Wasser. Und für alle Techniken brauchen wir auf jeden Fall ein Tuch, wo ihr euren Stift sauber machen könnt. Wenn ihr Hilfe beim Vorzeichnen braucht, dann empfehle ich euch entweder einen Bleistift, einen hellgrauen Brushpen oder eine helle Farbe, die, sag ich mal, in die Farbfamilie mit reingehört und die Farben nicht ganz so verfälscht, zum Vorzeichnen zu benutzen. Ich werde jetzt überwiegend hier den grauen Brushpen benutzen. Wie gesagt, wählt den in einer sehr hellen Farbe hier. Ich finde den teilweise hier noch ein bisschen zu dunkel, aber ich möchte, dass ihr seht, wie ich alles vorbereite. Und wenn ich einen zu hellen Brushpen nehme, dann könnt ihr das nicht erkennen. Dann schreiten wir ans Werk. Ich habe mir hier so kleine postkartengroße Kärtchen vorbereitet, damit ich hier nicht zu doll ausschweife. Ich möchte euch ja im Prinzip auch nur die Techniken erklären und dazu ganz einfache Worte benutzen. Kommen wir vielleicht mit zu der Technik zum Anfang, wo wir mit dem Blender arbeiten. Worte wähle ich frei raus. Ihr könnt ganz andere Worte benutzen. Ach, einen kleinen Tipp möchte ich euch noch geben, bevor ihr weiter zeichnet. Legt euch bitte noch ein Blatt Papier zurecht, was ihr unter eure Hand legen könnt. Sonst kann es passieren, weil auf dem Papier trocknet die Farbe nicht so schnell, dass ihr euer Werk mit eurer Handkante verschmiert. Da reicht ein ganz normales, dünnes Blatt. Ich habe mir jetzt hier, ihr seht schon am Wort, so Galaxiefarben, ein dunkles Blau, ein Lila, ein helleres Blau. Kann natürlich auch andere Farbkombinationen sein. Da fange ich jetzt einfach an und hier mache ich das quasi ganz durcheinander. Ihr füllt quasi mit eurem Brushpen oder mit eurem Filzstift bzw. wasserbasierten Stift nur die graue Fläche. Könnt hier aber auch auf jeden Fall noch ein bisschen ausbessern. Ihr könnt hier eine kleine Lücke lassen oder auch relativ nah rangehen. Es kommt immer darauf an, wie hell oder dunkel der Übergang hier sein soll. Ich lasse mal eine kleine Lücke, damit ihr ungefähr den Unterschied seht. Und dann kann ich hier mit dem Blender miteinander vermischen. So, wichtig ist jetzt für mich, dass ich den Blender sauber mache, da wenn ich gleich mit der helleren Farbe weiterarbeite, möchte ich ja nicht, dass die gleich zum Anfang schon so verschmiert. Wie die Reihenfolge der Farben jetzt bestimmt, das könnt ihr euch aussuchen. Das muss nicht die ganze Zeit gleich bleiben.
Blending Nummer 1 mit dem Blender ist fertig. Das lassen wir jetzt trocknen. Und wenn das trocken ist, kann man das dann noch ein bisschen aufhübschen. Technik Nummer 2 ist das Verblenden innerhalb der Farben. Ich habe jetzt hier ausgewählt einen schwarzen Filzstift, der ist jetzt von Edding. Ich habe jetzt bewusst einen dicken und auch einen wasserfesten, damit die Farben nicht mit verschmieren. Denn ich möchte ja nicht mit dem Schwarz verblenden, sondern mit den farbigen Farben. Da schreibe ich jetzt mit dem schwarzen Stift ein Wort vor. Habe jetzt das Wort Neon gewählt, weil es Neonfarben sind. Und da werde ich auch quasi den Schatten verblenden. Mit der hellen Farbe nochmal reingehen. Und wichtig ist, wie gesagt, auch das Papier. So kann die zweite Technik aussehen. Quasi das Verblenden mit den Stiften selbst, ohne Blender und ohne Pinsel. Auch das lassen wir erstmal trocknen. Die nächste Technik ist quasi das Verblenden mit dem Pinsel. Und hier werde ich wieder ein Wort in hellem Grau vorschreiben. Und hier ist es genau das gleiche wie mit dem Blender. Ich trage die Farben auf und verblende sie mit dem Pinsel. Ich wähle erst wieder ein Wort. Und diesmal werde ich es so machen, dass oben eine Farbe ist und unten eine Farbe. Dazu wähle ich einen schmalen Pinsel und brauche natürlich Wasser. Nicht zu nass, aber auch nicht zu trocken. Wenn er zu trocken ist, dann ziehe ich die Farbe auf und wenn er zu nass ist, dann verläuft natürlich alles.
Und auch hier sind es quasi nur drei bis vier, zählen wir das Wasser mit, vier Medien, die wir benutzen. Zwei Farben, ein Pinsel und Wasser. Ich mag den Übergang, weil der so schön weich ist. Auch das lassen wir jetzt trocknen. So, die nächste Technik machen wir nicht mit filzbasierten Brushpens, sondern Brushpens, die eine festere Mine haben. Hier werde ich das Wort mit einer hellen Farbe vorschreiben, eine dunklere einfügen und mit dem Wassertankpinsel verblenden. Das Lettering mit den Stiften ist natürlich viel, viel kleiner als im Gegensatz mit den dicken Brushpens. Ne? So, und wie auch hier. Hier sitze ich jetzt mal unten an. Durch die feste Spitze habe ich natürlich die Möglichkeit, viel präziser zu arbeiten. Ne? Hier habe ich jetzt einen Wassertankpinsel, der eine sehr, sehr schmale Spitze hat. Auch hier ein Tuch bereithalten, das ihr immer wieder sauber machen könnt. Und vorsichtig sein, dass der Wassertankpinsel nicht zu viel Wasser abgibt. Mit dem Wassertankpinsel, das funktioniert natürlich auch mit allen anderen Brushpens, nicht nur mit dem kleinen. Und ja, es ist natürlich sehr schwierig, so eine zarte Linie zu verblenden. Also ihr seht ja auch hier so ein bisschen unsaubere Ränder. Ich mache das halt auch sehr selten, weil ich eigentlich die kleinen ungeeignet finde. Aber ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, dass es mit den Farben trotzdem funktioniert. Man kann sie ja trotzdem Flächen füllen. Auch benutzen, wenn man mit einem grauen Brushpen vorschreibt. Die nächste Technik werde ich mit Aquarellfarben darstellen. Und zwar habe ich hier so ein paar Glitzerfarben. Auch hier werde ich wieder mit einem grauen Brushpen vorschreiben. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Buchstaben formen. Ihr könnt Blockbuchstaben benutzen, ihr könnt Buchstaben mit Serifen gestalten, unterschiedlich dick und geschwungen. Also da müsst ihr jetzt nicht in dem Sinne ein Beispiel daran nehmen. Um die Farben in dem Kasten zu aktivieren, besprühe ich die mal eben so ein bisschen mit Wasser. Und dann brauche ich natürlich einen Pinsel. Und auch wieder etwas zum Säubern. Ich werde jetzt hier mal eine ganz kunterbunte Mischung machen. Hier seht ihr schon, wie die feuchten Farben miteinander verlaufen. Ne?
hier kann man halt schön den Farbverlauf sehen. Das lassen wir jetzt auch mal trocknen. Eine sechste Variante. Dazu brauchen wir jetzt eine Blending-Palette. Den Pinsel brauchen wir auch noch. Und wir brauchen Farben. Und da nehme ich jetzt einfach mal die Farben, die ich hier schon benutzt hatte. Ich werde auch hier wieder mit einem grauen Brushpen vorschreiben. Wie gesagt, ihr müsst hier keine Brushpens verwenden. Ihr könnt hier auch ganz normale Filzstifte verwenden. Hiermit trage ich jetzt die Farbe auf die Mischpalette auf. Und nehme sie mit dem Pinsel auf. Und bringe sie dann aufs Papier. Und auch hier ist die Reihenfolge auch völlig egal. So wie ihr es am liebsten möchtet. Sollte die Farbe hier auf eurer Mischpalette, auf eurer Blendingpalette leer gehen, zeichnet ihr einfach wieder mit dem wasserbasierten Stift nach, den ihr verwenden wollt. Und dann haben wir auch hier die sechste Form von Blending. Also ihr seht, es ist eine sehr, sehr vielseitige Technik, die man unterschiedlich anwenden kann. Vielleicht entwickelt man auch seine eigene Vorliebe. Aber ich wollte sagen, welches meine Vorliebe ist. Ich verblende am liebsten mit dem Pinsel. Und zwar so, wie wir es bei der Technik gemacht haben. Ich schreibe es quasi mit einem helleren Brushpen vor oder mit einem helleren Stift. Und verblende die Farben, indem ich sie auftrage und dann mit dem Pinsel vermische. So mache ich es am liebsten, weil dann habe ich es am besten unter Kontrolle. Alle haben ihren Reiz und alle kann man sogar jetzt noch unterschiedlich
designen. Man kann an die Worte natürlich jetzt noch einen Schatten ransetzen. Man kann die Galaxie noch mit Sternen versehen. Man kann mit einem weißen Stift auch natürlich noch ein Highlight setzen. Das ist jetzt ganz euch überlassen, denn ein Blending ist quasi eigentlich auch nur eine Grundlage, um ein Wort schöner aussehen zu lassen und es danach noch mit weiteren Details auszuschmücken. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Probiert aus, welches eure Techniken sind oder welches eure liebste Technik ist, wie ihr es gerne machen möchtet. Und zeigt mir eure Ergebnisse. Ich bin froh, euch das hier zeigen zu können und es macht mir Spaß, dass ihr euch auf jeden Fall auch was mitnehmen könnt. Und natürlich freue ich mich, eure Ergebnisse zu sehen und dann lasse ich auch gerne einen Kommentar da oder teile die Bilder. Am besten benutzt ihr den Hashtag SonntagsmitLillis und dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, viel kreative, gute Laune und Schaffenskraft. Kommt gut morgen in die Woche. Tschüss!